Bruno Gröning. Was für ein Mensch war Bruno Gröning? Und was ist die Lehre Bruno Grönings? Ihn in wenigen Sätzen zu beschreiben, ist genauso unmöglich, wie sein Wirken zu erklären. Deshalb wollen wir zwischen unseren eigenen Erlebnisberichten einige Eindrücke aus Bruno Grönings Leben wiedergeben. Danzig. Hier wurde Bruno Gröning geboren. Die Frage, woher er seine Fähigkeiten und sein Wissen überhaupt hatte, beantwortete er mit der Erzählung eines Erlebnisses aus seiner Kindheit. Als kleiner Junge war er allein in den Wald weggelaufen. Dort wollte er sich bei Gott über die Kälte und Härte der Menschen beklagen und bat darum, dass Gott ihn wieder in den Himmel nimmt. Er bekam Antwort und damit auch seine Lebensaufgabe. Die Lebensaufgabe, gegen das Schlechte zu kämpfen und es durch das Gute zu überwinden. Seitdem mied er die Menschen nicht mehr, sondern ging hin und sagte, dass es Gott gibt, dass er ganz lieb ist und dass er helfen will. Alle Menschen, gleich welcher Religion, Nation und Hautfarbe, sind es wert, dass ihnen geholfen wird. Bruno Gröning sprach davon, dass Gott das Leben und die Natur selbst ist und dass man ihn in allem finden und erleben kann. Liebe das Leben, Gott. Gott ist überall. Die Pflanzen und Tiere nannte er seine kleineren Brüder und Schwestern und oft gesundeten Tiere durch seine bloße Zuwendung. Den menschlichen Körper sah er als großes Geschenk Gottes, auf das man ein Leben lang in Liebe zu achten hat. Ihm war als einfachen Menschen alles Gekünstelte fremd. Und so war auch sein Selbstverständnis. Ich bin nichts weiter als ein natürlich gebliebener Mensch. Andere Titel und Rollen waren nicht in seinem Sinne. Wer das hohe Glück hatte, durch mich seine Gesundheit wiederbekommen zu haben, der danke Gott aus tiefem Herzen. Ich bin nur sein Werkzeug und Diener. 1949, Herford, Wilhelmsplatz Nummer 7. Die Heilung, die hier an einem 9-jährigen Jungen geschah, gelangte durch die Presse an die Öffentlichkeit. Und seitdem lagerten Menschen um das Haus und wollten Bruno Gröning sprechen. Viele, von Ärzten aufgegeben, sahen in einer Begegnung mit dem unbekannten Wunderheiler ihre letzte Chance. Der Platz füllte sich mit Kriegsversehrten und Behinderten auf Krücken, Rollstühlen, Pritschen und Fahrzeugen, auf denen die Menschen zum Teil auf Stroh gelagert waren. Und dann ereigneten sich die Bilder, die später die Schlagzeilen der Zeitungen füllten. Bruno Gröning wendete sich den Leidenden zu, sprach mit ihnen, und vor den Augen vieler Schaulustiger, Skeptiker und Journalisten fanden Menschen ihr Augenlicht wieder, standen von den Rollstühlen auf. Bruno Gröning nahm die Krücken und schlug sie übers Knie entzwei. Damals schrieb die Zeitung, sein Wort band die Krankheit. Und dieses Wort, seine Ansprachen, Vorträge und Lebensweisheiten wurden gesammelt und später zur Lehre Bruno Grönings zusammengefasst. Manche Augenzeugen vergaßen es ihr Leben lang nicht, wenn er vom Balkon sagte: Geben Sie mir Ihre Krankheit und Ihre Sorgen. Sie werden alleine nicht fertig damit. Ich trage sie für Sie. Dabei erklärte er dann: Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass der eine und andere noch leichte Schmerzen verspürt. Das sind die Regelungsschmerzen, die sehr bald verschwunden sind, wenn Sie weiter fest an die Heilung glauben. Es gibt kein Unheilbar. Gott ist der größte Arzt. Damit hatte er im Grunde alles gesagt. Denn der Glaube verbindet den Menschen wieder mit Gott, so dass die Lebenskraft den Menschen wieder durchströmt und heilt. Schwer vorzustellen, dass es Menschen gab,
die so etwas störte, die in Bruno Gröning trotz aller öffentlichen Beweise seiner Gutwilligkeit eine Gefahr sahen, für was auch immer. Das Ordnungsamt kündigte Bedenken an. Plötzlich fing man an, ihn zu bekämpfen und die Tatsachen in der Presse zu verdrehen. Die Berichterstattungen schlugen ins Negative um. Durfte er überhaupt heilen? Konnte er als Unstudierter überhaupt sagen? Ich gebe Ihnen zu wissen. Durfte ein Mann wie er neben Kirche und exakter Wissenschaft existieren? Die Behörden wurden nervös. Dass sich in dieser Zeit allein 80.000 hilfesuchende Menschen schriftlich an Bruno Gröning gewendet hatten, die sonst nirgendwo mehr Hilfe zu erwarten hatten, interessierte die Amtsinhaber nicht. Scheinbar gab es da noch Menschen, die einen ganz anderen Auftrag hatten als er. Die Kampagne war deutlich. Bruno Gröning sollte verschwinden. Ein Trost blieb den Hilfesuchenden, und das war die Tatsache, dass einige allein durch die stille Bitte und einen gedanklichen Hilferuf an Bruno Gröning Heilung erlangt hatten. Seine körperliche Anwesenheit war offensichtlich überhaupt nicht notwendig. Nachdem sich das Heilverbot und die negative Berichterstattung verschärft hatten, kam die Zeitschrift Revue auf den Gedanken, eine wissenschaftliche Untersuchung der Gröningschen Heilmethode zu finanzieren. Bruno Gröning sollte vor den Augen einer wissenschaftlichen Prüfungskommission versuchen, Menschen zu heilen. Die hierzu ausgesuchten Ärzte, Psychologen und Physiker sicherten Bruno Gröning für den Fall von nachvollziehbaren Heilungen ein positives Gutachten zu und wollten ihm den Weg freimachen. Bruno Gröning wollte sich nie zur Schau stellen oder auf Befehl helfen, um Zweifler an der Gnade herumexperimentieren zu lassen. Aber hier willigte er zu, um dadurch vielleicht zu denen gelangen zu können, die seine Hilfe dringend brauchten. Vom 27.07. bis zum 7.08.1949 fanden dann in der Heidelberger Universitätsklinik an 12 ausgesuchten Patienten die Untersuchungen statt, bei denen eindeutige Erfolge verzeichnet wurden. Auch hier bestätigte sich wieder, dass Bruno Grönings Zuwendung zu erstaunlichen, unerklärlichen Heilungen führte. Doch das versprochene, positive Gutachten wurde ihm trotzdem nicht ausgehändigt, ebenso wenig, wie man ihm den Weg freigemacht hat. Enttäuscht folgte er dann einer Einladung nach Bayern, zum Traberhof bei Rosenheim, um dort ein paar Tage in Ruhe die Situation zu überdenken.